Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2 mit mir, den Philipp. Ich begrüße euch diesmal von der Karte Winsenburg 2015. Und da ich mir das mal wieder vorgenommen habe, zeige ich euch zum Anfang der Karte. Also es werden auch weitere Let's Plays von der Karte kommen. Nicht viele, aber einige. Fahren wir den Nachtbus N4. Wir stehen hier gerade am Hauptbetriebshof in der Nähe des Südbahnhofes. Mit Anschluss zur Autobahn, die wir auch befahren werden. Und fahren als Betriebsfahrt zum Hauptbahnhof, von dort aus weiter als N4 vom Hauptbahnhof nach Alter Markt. Unser Bus, ein Mercedes-Benz O530 Citaro mit CNG ZF. Heute mal und mit der Krüger Plus Matrix, schön orange. Mit dem wunderschönen Winsenburg Nachtbus repaint. Ja, reales Wetter habe ich Dortmund ausgewählt. Ja. So, 1,7 Minuten haben wir noch bis zur Abfahrt. Dann starten wir mal den Motor. Typischer Sound eines CNG-Busses mit ZF im Hintergrund. Das jault dann gleich so richtig schön. So, haben wir Licht aus. Und fahren wir mal los. Vorratsdruck zu gering, aber wir müssen aufpumpen. Bumm, zick. Und Abfahrt. Wir verlassen den Hauptbetriebshof Winsenburg. Wie ein richtiger Busfahrer geht's vom Betriebshof zur Starthaltestelle. Wir fahren hier erstmal durch die Halle durch. Das ist übrigens die Karte Winsenburg 2015. Ich war lange skeptisch, die Karte herunterzuladen, habe es mir doch mal vorgenommen. Bin eigentlich positiv überrascht, was hier ein bisschen verändert wurde. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist bei den Metrobussen, dass die Linien, dass kein Linienwechsel mehr ist und das bei den Nachtbussen. Das war bei der alten besser. Aber da kann man drüber hinweggucken. Gut, bei den Nachtbussen ist es jetzt nicht so schlimm, bei den Metrobussen fand ich das ein bisschen besser. Die Schranke hatte eh keine Kollision, deswegen fahren wir mal da so knaller durch. Normalerweise hat der CNG-Bus oben noch zwei Tanks, wo die Gasflaschen da drin sind oder was da auch immer drin ist. Oder der Gastank. Das ist allerdings hier nicht der Fall, aber ist ja nicht so schlimm. Denken wir uns einfach, es ist einfach hinten verbaut. Wir fahren gleich zur Autobahn. Da kommen die ganzen Metrobusse und fahren zum Betriebshof. Ab 23 Uhr ist Nachtbus. Ja, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, das ist jetzt nicht schlimm für mich, aber für andere User, dass das Morphe-Soundpack irgendwie vom Netz genommen wurde, das ist mir heute aufgefallen und mir ein User darauf aufmerksam gemacht. Da wundere ich mich doch. Beide sind sogar weg, also 3.0 und 3.5. Weiß auch nicht, was da los ist. Dann habe ich auch gelesen, Gladbeck V6 soll vom Netz heruntergenommen werden, aber ich denke mal, das ist hoffentlich nichts Schlimmes, was da ist. Ich denke mir mal, das liegt vielleicht daran, dass vielleicht Bottrop und Gladbeck zusammengefügt werden. Wer weiß das? Oder halt eine neue V6. Also V6.1 oder so. Ich glaube V7 nicht. Das ist, glaube ich, noch zu früh. Ich denke mir mal, dass Bottrop und Gladbeck zusammengefügt werden. Kann sein. Ich kann mich auch irren. Lassen wir uns einfach überraschen. Positiv denken. Dann klappt schon alles. Geht's zur Autobahn.
Schön Licht aus. Also wenn ihr euch natürlich weitere Nachtbusse wünscht, ich hätte als Vorschlag als nächstes vielleicht den N5 zu fahren. Der geht ja eine halbe Stunde. Der N4, der geht ja 20 Minuten oder so. Und bei Autobahn sind geheizt. Nachtbus habe ich ja generell noch gar nicht Let's Played auf Vinzenburg. Noch nicht mal in der 2015er. Da habe ich ja höchstens das 7400 Abo-Special gemacht. Da bin ich allerdings die Metrobusse gefahren. Ja, Krankenwagen. Sind wir in Wankendorf oder was? Könnt ihr euch auch eine Linie wünschen, also eine Taglinie aus Vinzenburg? Das ist egal. Ah, schön, das Jauchen des ZF, herrlich. ZF hat ja ordentlich Dampf unterm Hintern. Betriebswart. Stadtwerke Vinzenburg, Stavin. Die Ansagen finde ich bei der 2015er besser als bei der alten Vinzenburg. Bei der alten, da waren diese männlichen Linguatec-Stimmen, die ist. Hier ist die gleiche Ansagensprecherin wie in Essen. Diese Computerstimme. Oh, auch ein Nachtbus. Wird auch gleich einsetzen. Ein Dreitürer Citaro. In dem Fall schon mal gar nicht. Kickdown. Wir sind schneller. Wow.
Auch sehr schön ist, dass hier an einigen Ampeln grüne Pfeile integriert worden sind. Die hier rechts gerade im Bild zu sehen. Heizen. Auch Radfahrer müssen halten. Ja, von links kommt die N1. Um 23.30 Uhr ist Abfahrt. Also haben wir noch genügend Zeit. Ja, den Bereich kennt ihr ja wahrscheinlich noch aus der alten Version von Winsenburg. Wir erreichen jetzt den Hauptbahnhof. Der, wie schon aus der alten Version bekannt ist. Zum Pausenplatz.
Ja, wo hält jetzt N4? Ah, ich kann mir denken, wo der hält. Der hält hier. Nur Ausstieg. Ja, wir fahren jetzt gleich die N4 von Hauptbahnhof nach Alter Markt. Die Fahrt dauert ungefähr 22 Minuten. Ich fahre noch ein bisschen über Land. Ich kann schon mal das Ziel einstellen. 104, 35, Route 1. N4. Ein Screenshot. Ja, das ist immer so eine Sache mit den Screenshots. Aber wir spulen jetzt mal die Zeit ein bisschen vor, ansonsten sonst warten wir hier zu lange. Das ist doof. Flügelsperre eben reingemacht. Das mache ich immer Nachtbus. Er wollte jetzt eine N4, muss ich mal eben gucken. Ah, da, alles klar. Gut, da hält er ja. Abend. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Kurzstrecke für Schüler, 1,50. Danke dir. Bitte. Auch sehr schön hier, Euro. Also eine Karte mit D-Mark, da würde ich ja die Krise kriegen. Lalalala. Grüntalstraße. Was macht der denn da im Gebüsch? Gründerweg. Grüntalstraße. Ansage zu weit fortgeschaltet. Standard-Citaro.
Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen verändert worden. Ist eigentlich ganz okay. Finde ich. Ja, alles klar. Dann steig ich doch aus, wenn ihr mal zu meckern habt. Fertig. Nabend. Der Ansang finde ich hier besser als bei der alten. Kölner Straße, Rathaus. Ansonsten finde ich die Karte ganz okay, Winzenburg 2015. Kann ich auch empfehlen, herunterzuladen. Ich bin natürlich schon einige Male gefahren. Also macht ihr mit der Karte nichts weg. Die überschreibt auch die alte nicht. Das heißt, die alte ist auch noch voll funktionsfähig. Na, Band, musst du nicht schon im Bett sein, Junge? Straßburger Allee. Abend. Dankeschön. Der N5 fährt geradeaus weiter. Wittekindstraße.
Abend. Ich mach's lässig. Lohweg, Schulzentrum Mitte. Navent. Einen normalen Fahrschein, bitte. Jo. Na, kleiner könnten Sie es mir nicht geben, oder? 12, 14, 16. Haben Sie vielleicht auch Scheine? Nee, dafür? Wenn Sie es nicht kleiner haben, dann kann ich es Ihnen auch nur so geben. Bin doch hier kein Bankinstitut. Staffelstraße. Bad Genzau V3 werde ich auch noch let's playen, da kommt ja das Extreme-Video. Guten Tag. Unterdonnerstraße. Ja, 10 GZF hört sich ganz gut an. Ich habe die noch gar nicht let's played, also diesen 10G. Sonst habe ich immer nur andere genommen. Heute mal 10G. Heute mal umweltfreundlich. Johannes Klinkum. Ja, Johannes Klinikum, hier muss der Manfred aussteigen. Guten Tag. Weiter geht's. Gleich fahren wir auf einer eigenen Bustrasse. Über der Autobahn. Boah, komm, beweg doch deinen fetten Arsch.
seid. Magland. Winsenburg-Burgdorf. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Die Füße mitten im Holz eingestampft hier. Manfred, was geht? Guten Tag. Guten Tag. Musst du eigentlich schon im Bett sein? Ja, Mädel, da geht's auch lang. Vollgas. Ja, hier ein schöner Bus, auch ein schöner Busbahnhof hier. In Burgdorf. Guten Abend. Abend. Weiter geht's. Schwedische Straße.
Aral. Selbst tanken. Sie doch schläft. Na, Bent. Oder gute Nacht. Porsche Straße. Im großen Ring. Jetzt fahren wir hier durch so eine Wohnsiedlung, Ghettoviertel. Der N4 ist mein Lieblingsnachtbus. Er ist schön überland, schön durch diese Wohnsiedlung hier. Guten Abend, gute Nacht. In den Birken. In den Birken. Entschuldigung. Hettstedt Logistikzentrum. Fernlicht. Oberschlupfmühlen. Jetzt fahren wir über Land. Heizen. Alstedter Straße.
Die Abfahrt nach links ändert so ein bisschen der nächste, beziehungsweise der nächste Abschnitt ändert so ein bisschen an Alheim. Winsenburg, gleiches alter Markt erreicht. So, das ist hier fast wie Alheim. Mandelshofer Weg. Vogelsaue. Tschüss, schönen Abend noch, schöne gute Nacht. Ja, wir erreichen nun Alter Markt, das Ende dieses Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mir hat es genauso viel Spaß gemacht wie euch, für euch das Let's Play zu machen und hoffentlich euch es anzugucken. Ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute, bis zum nächsten Umsicht 2 LP. Tschüss, euer Philipp LP. Und natürlich freue ich mich über positive Kommentare, Verbesserungsvorschläge und neue Abos und Likes. Alter Markt. Diese Fahrt endet dort. Also Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Winsenburg 2015, die Karte ist sehr zu empfehlen. Wer sie noch nicht heruntergeladen hat, kann sie sich downloaden. Von mir empfohlen. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war unser Bus. Mercedes-Benz U530 Citaro CNG ZF. Und natürlich, welchen Nachtbus ihr euch als nächstes wünschen könnt, das könnt ihr unter diesen Kommentaren schreiben oder auf meiner Facebook-Seite oder welche andere Linie ihr gerne aus Winsenburg 2015 sehen möchtet. Ich bin auf eure Zuschriften gespannt.